Yo, was geht ab, YouTube? Timo hier. Gestern gab es ja den Diablo 4 Entwickler-Livestream zum kommenden Lord Sears Schlachthaus und dem Weihnachtsevent. Und ich wollte euch einfach mal kurz auf dem Laufenden halten, was uns da alles Neues erwartet. Wichtigste Info vorweg: Es wird kein Pay-to-Win in jeglicher Form geben, sei es jetzt mit Glyphen oder Truhen, die man irgendwie durch Geld und Bundles kaufen kann. Hat Blizzard direkt von sich gewiesen, die ganzen Vorwürfe. Also war alles Clickbait, wie ich schon vermutet hatte in den letzten Tagen. Entwarnung. Dann Lord Sears Schlachthaus. Ihr seht die Mechanik hier im Hintergrund. Ich habe euch das hier mal in den Hintergrund gelegt. Ist eigentlich nichts anderes als ein anderes Greater Rift, wer es von Diablo 3 kennt. Ihr battelt hier durch das Dungeon über die Zeit. Ihr habt 10 Minuten Zeit durchzukommen. Und am Ende erwarten euch drei Bosse. Und natürlich dürft ihr nicht einmal sterben, ne? Das ist ganz interessant. Wenn ihr sterbt, seid ihr raus. Die Siegel hier zu craften kosten 800 Staub. Es gibt 25 Tiers. Und wenn ihr ein Tier abschließt, droppt das Siegel von dem nächsthöheren Tier. Wenn ihr sterbt, müsst ihr das selber craften. Diese Siegel haben keine Modifikatoren drauf, ganz interessant. Aber die Bosse, die am Ende spawnen, das sind drei Blutsucher, die haben ihre eigenen Modifikatoren drauf. Also es spawnt jetzt nicht ein spezieller Boss, wie man kennt, sondern drei Blutsucher, die ganz schön biestig werden können, je nachdem, was für Modifikatoren die drauf haben. Die neue Glyphe, die ihr dann bekommt, die OP-Glyphe, könnt ihr dann bis Level 200 leveln und sollte das ganze Ding dann auf jeden Fall einfacher gestalten. Relativ unspektakulär, denn im Endeffekt, was passiert, ist, wir grinden wieder Dungeons, um Glyphen zu leveln und so weiter und so fort, was wir eigentlich schon die Season gemacht haben. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Dann, das Ganze startet am 5.12. Dann am 12.12. startet das Weihnachtsevent. Spezielle Bosse oder Elite-Gegner spawnen in den zerklüfteten Gipfeln. Akt 1. Und wenn ihr die umhaut, lassen die eine bestimmte Währung fallen. Die könnt ihr dann in Kyoverstadt für Cosmetics und so weiter und so fort tauschen. Ich glaube, alle Waffenarten waren dabei. Und ich glaube auch Sachen, die du auf dem Rücken tragen kannst und so. Vom Mount hat man jetzt leider noch nichts gehört. Ganz schön schade, aber wir werden sehen. Aber die wichtigen Infos kommen jetzt erst abseits dieser beiden Events, meiner Meinung nach. Und zwar folgendes: Helltides werden jetzt stündlich stattfinden. Jede Stunde, also durchgängig kann man sagen. Helltides laufen durchgängig, immer mit 5 Minuten Pause zur vollen Stunde zum Reset. Das heißt, wenn ihr jetzt reingeht, seid sicher, ihr könnt Helltide farmen für die Seelen. Dann hat Joe Shelley davon gesprochen, dass die andere 925 Eye-Level-Quellen quasi beabsichtigen, ins Spiel einzuführen und den Grind von Duriel für 925 Eye-Level-Items so ein bisschen abzulenken. Das sind jetzt Obolusse sollen gebufft werden, Whispers sollen gebufft werden, Nightmare Dungeons gebufft werden. Es gibt nichts Frustrierenderes, wie wenn man, wie ich noch letztens mit Level 90 irgendwie Whispers macht, die Kiste aufmacht und Sacred Items fallen. Verstehe ich sowieso nicht, dass das noch im Spiel ist. Soll auch gebufft werden. Und die wichtigste Änderung, sind wir ganz ehrlich, Blizzard strebt an, die Itemisierung zu Season 4 komplett zu überarbeiten. Anscheinend arbeiten die da mit großen Content-Kreatoren zusammen. Wir werden sehen, was das wird. Ich hoffe ja, dass diese ganzen Schadensarten wie Schaden an einem Dienstag zu Vollmond und so weiter und so fort, dass das alles irgendwie rausgeht, dass es das alles ein bisschen simpler gestrickt wird. Mein Favorit wäre, 50% der Affixe einfach wegzunehmen und 50% weniger Items zu droppen. Das würde das Spiel 50% besser machen. Und bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, ganz wichtig: Gold Trading auf Konsole soll noch verbessert werden. Dann gibt es ein Diablo 2 Weihnachtsevent, Knights of Terror und am allerwichtigsten jetzt auch die Patch Notes von PTR zu Season 3, zu Season 30 in Diablo 3 sollen heute noch rauskommen. Ich denke, wir werden das heute Abend im Livestream zusammen durchgehen. Also checkt das aus, schaut auch heute Abend rein. Es gibt auf jeden Fall vieles Neues im Diablo-Universum. So, ich hoffe, ich habe das jetzt kurz für euch zusammengefasst, was es alles Neues gibt. Hier sehen wir jetzt noch, wie er gegen die drei Bloodseeker fightet. Die sind jetzt gespawnt. Ich weiß gar nicht, einer ist mit Frozen und Lightning Enchanted gespawnt und der andere ist Tempest. Aber auf jeden Fall, ich sage ganz ehrlich, bei höheren Level, wenn die mit ekligen Affixen spawnen, können die Kollegen sehr, sehr biestig werden. Und das wird nochmal interessant, wie stabil man stehen kann gegen die.
und wie stark die Glyphe im Endeffekt ist. Wenn man die Glyphe wirklich leveln kann auf 200, wird das auf jeden Fall anders sein. Ich blende das Ding jetzt hier kurz nochmal aus. Nein, nicht das, sondern das. Und jetzt müsstet ihr gleich auch noch die Glyphe sehen. Ja. Jetzt müsstet ihr die Glyphe sehen. Ihr seht Tears of Blood. Das Ganze geht bis 200 hoch. Ihr kriegt schon 1000 XP hier für Lord Zir Level 1. Und ja, die stackt halt multiplikativ hoch, was absolut wild ist. Also checkt das auf jeden Fall aus. Schaut heute Abend im Stream rein. Wir gehen über die neuen Diablo 3 Patch Notes. Es soll ja alles gebalanced werden, die ganzen Sets. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video oder bei Twitch. Ich bin raus. Peace.